Paula, wir sind hier in Qashqaish im Stadtteil Estoril und stehen hier vor einem ganz besonderen Hotel. Was ist das? Was ist hier passiert? Was gibt es zu erzählen? Ja, dieses 5-Sterne-Hotel, Hotel Palacio, das hat eine sehr wichtige Rolle gespielt während des Zweiten Weltkriegs. Weil wir waren nicht beteiligt auf das Krieg, wir waren neutral. Und deswegen, das hier früher war schon ein Edelsort. Ein Edelsort gewesen, Estoril und Qashqaish. Und seit ein König sich entschieden hat, hier die Sommerzeit zu verbringen in Qashqaish, seitdem alle edle Familien wollten auch hier sein. Egal. Und deswegen Qashqaish und Estoril so ein Edelsort geworden. Hier dieser Hotel ist, wo die meisten von der, kann man sagen, reichen Flüchtlinge der Europas, wo die hier gewesen sind, sind werden. Oh, was ist das? Du siehst auch. Sie sogar dann. Sorry. während der Zweiten Weltkrieg, das war in diesem Hotel, in ein anderes Hotel, das dann damals gab, jetzt gibt es nicht mehr, das war Parkhotel und Palasthotel. Das war sehr wichtig, dieses Hotel, beide Hotel, weil über 20.000 Leute waren hier registriert in Qashqaish und Estoril. Königliche Familien wie aus Spanien, aus Italien, aus Rumänien, aus Ungarn, reiche Deutsche, reiche aus Großbritannien sind hier gewesen. Ja. Weil wir waren neutral, das war Frieden, milde Temperatur, gutes Essen, so, das haben wir es gut gefühlt hier. Und deswegen aber ganz so friedlich war es nicht, weil du sagst, dass hier auch spioniert wurde in diesem Hotel. Genau, und warum? Weil es waren so viele edle, sind so viele wichtige Leute hier gewesen, dass sind so viele wichtige und influente Leute, dass auch das bekam ein Zentrum für Spionage. Und Spionen, so wie zum Beispiel Ian Fleming, der Schriftsteller von James Bond, er war auch damals als Spion und er ist hier gewesen während der Zweiten Weltkrieg als Spion. Und das Ganze hat ihn so beeindruckt, dass das die Idee war. Genau, und sie hat es inspiriert hier, wir sind auch in einem anderen Spion, sein Name war Popov aus Jugoslawien und solange man weiß, sie hat sich wirklich so benommen wie James Bond, immer begleitet war schon eine Frau und gerne ins Casino gegangen, Casino-Studio gegangen und gespielt, dann, dass Jan Fleming sich so inspiriert hat, die James Bond-Figur zu kreieren. Und eigentlich sogar die Getränke, das der James Bond immer trinkt, dieser Martini, es war eine Getränke, dass hier das Barmann von dieser Bar, von diesem Hotel, schon gehabt hat. Und heutzutage, man kann hinkommen auf der Bar und man kann einen Martini, Double 007, bestellen. Das heißt, das ist die Originalbar, in der der Original James Bond Drink, den es ja eigentlich schon gab, von dem sich Ian Fleming hat inspirieren lassen. Hat das eigentlich von hier übernommen? Genau, der Barmann. Und da auf der linken Seite. Ja. Mit diesem Tisch, wo Jan Fleming sich immer gesessen hat. Genau hier saß er, an diesem links. Tisch. Ja, an dieser Tür. Und das ist natürlich auch für Leute, die gern was über James Bond wissen oder Kult über James Bond, die kommen auch gern hier hin, einfach zu spüren, wo Jan Fleming gesessen hat, die Trinke zu bestellen. Das ist wirklich auch ein Kultort geworden. Ja. Und du sagst, dass hier sogar auch mal ein Teil von einem James Bond Film gedreht wurde. Genau. Das war 1969 in Ihrer Majestät Geheimdienst. Im Dienste Ihrer Majestät. Entschuldigung, ja. Deutsch. Und das wurde einfach sehen, wo die gedreht, in diesem Hotel. Eine von den beiden Concierge, das immer noch hier arbeitet, hat damals, das war in 1969, dabei gespielt. Damals war nur der Portier, hat den Schlüssel an James Bond gegeben. Er war ein junger Mann damals und er arbeitet immer noch hier. Und so, es wurde hier zum Teil gedreht und auch am Strand ging schon. Ja. Das auch hier in Qashqaish ist, der Strand. Ja. Also ein wahnsinnig geschichtsträchtiger Ort, wenn man James Bond als neuere, moderne Geschichte betrachtet.